Ulrich Habsburg-Lothring. Was nach einem Dinosaurier aus längst vergangenen K&K-Zeiten erinnert, ist einer der Bewerber für das Amt des Bundespräsidenten. Doch was weiß Österreich eigentlich davon? Kennen Sie den Herrn Habsburg? Ja, vom Namen her. Nein. Nein, ich habe nur mal das Los gehört, was Habsburger Arzt oder so. Wussten Sie, dass der sich bewirbt ums Amt des Bundespräsidenten? Nein, höre ich jetzt zum ersten Mal. Was soll man da sagen? Nein, weiß ich nicht. Nein. Die Linzer Fußgängerzone scheint sich ganz uneins zu sein. Wir haben Herrn Habsburg in Linz getroffen, wo er mit Flugzetteln versucht, weitere Unterstützungserklärungen für seine Kandidatur zum Bundespräsidenten zu bekommen. Sie sind jetzt schon einige Zeit unterwegs, um für Ihre Kandidatur zu werben. Wie geht's Ihnen dabei? Na, an und für sich muss ich sagen, relativ gut. Ich habe nur ein Problem, dass die Politik zwei Sachen zusammenhaut. Das ist einerseits das Habsburger Gesetz und andererseits das Gesetz zur Wahl des Bundespräsidenten. Und ich habe eigentlich nur beeinsprucht das Gesetz zur Wahl des Bundespräsidenten. Wie viele Stimmen haben Sie bis heute? Na, ich glaube, wir werden sicher mehr als ein gutes Drittel haben, aber bekannterweise ist die letzte Woche immer besonders stark. Wer sind die Gruppen, die Sie unterstützen? Wir hören ja, dass auch die Monarchisten ihre Bewerbung hier unterstützen. Bekommen Sie da viel Zuspruch auch aus dieser Seite? Ich kann Ihnen nur eines sagen. Van der Bellen kennt das Problem schon seit 2001, da habe ich es ihm geschrieben. Daraufhin haben die Grünen einen Antrag im Parlament gestellt und mit dem ist es losgegangen. Sonst hört man eigentlich relativ wenig von grüner Unterstützung. Werben die Grünen auch, damit eben Leute für sie Unterstützungserklärungen unterschreiben? Die Grünen, der allgemeine Trend ist, mich nicht direkt zu behindern. Was würden Sie denn versuchen als Bundespräsident zu tun, um die Situation, so wie sie sich heute im Bildungsumfeld darstellt, zu verändern? Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, dass man mal schaut, dass man das Geld zusammenbringt und dann darüber diskutiert, wie man das Geld optimal einsetzt. Wenn man nämlich kein Geld dafür hat, dann braucht man auch nicht diskutieren. Dann wird das nur Ärger. Jetzt hören wir in diesen Tagen, dass eher Mittel aufzubringen sind, um die Budgetlöcher zu stopfen. Wie denken Sie sozusagen darüber nach, welche Mittel sollen denn aufgebracht werden und wenn, in welcher Form oder durch welche Beiträge, um hier in der Bildungspolitik zu Verbesserungen zu kommen? Nein, ich fand die Idee mit der Ökosteuer relativ gut, vorausgesetzt, dass unsere staatliche Infrastruktur im Verkehrswesen optimiert wird. Ich würde natürlich eins sagen, alle Politiker hätten auf Dienstautos zu verzichten, sollten alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Dienstort gelangen. Es kommt gesetzt den Fall, ja, zu einer Veränderung, dass eben den anderen Habsburgern Besitztümer zurückgegeben, ja, werden sollen im Rahmen eines Gesetzes. Ja. Würden Sie als Bundespräsident dieses Gesetz unterschreiben? In dem Fall bin ich krank. Ja. Und wenn ich Sie adoptieren würde, könnten Sie dann Bundespräsident werden? Ja, das haben ja schon etliche Leute bei Postings im Internet den Rat gegeben, verändern Sie halt Ihren Namen. Nur im Prinzip, da sind wir dort so ähnlich wie im Dritten Reich. In Linz beginnt, sagt man ja so schön. Bei uns endet es. Das ist die Umdrehung der Geschichte. Ja. Das gesamte Interview gibt es in ungekürzter Fassung auf www.bundespräsident.de.